Moin Leute, das war ja beim letzten Mal ein ziemlich ereignisreicher Part. Was ist nun los? Und dabei wollten wir nur Jan Jansens Love Interest retten und helfen. Ja, und jetzt helfen wir Mazzy, bevor die, ja, sagen wir mal, ungeduldig Lang wird. lebe der Orden des strahlenden Herzens, denn ich schöpfe aus der Quelle der Rechtschaffenheit und streite in ihrem Namen. Genau, und wir müssen noch Handelstreff. Und oh, wir müssen auch mal Neros Quest weitermachen. Da sind wir ja einfach nur abmarschiert. Und wir könnten auch da mal wieder vorbeischauen. Da müsste ein bisschen Kohle für uns sein. Wir gucken einfach mal. Erstmal nach Handelstreff. Feinde haben euch aufgelauert. Auf euren Verteidigt Befehlen werde ich euch! vorrücken. Sagt mir, was zu tun ist. Euer Ernst, ey. Ihr klingt ja wie Golodon. Ready for Sie anything? steht natürlich auch wieder absolut beschissen. Okay. Zeigt die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. Let me help you. Ja? Tja, Pech, wenn man Magier ist, ne? Happy to help. Da hat man einfach scheiße wenig Trefferpunkte, was soll ich sagen? Was? Nee, ist irgendwo ein Greif? Na, nimm mal die normalen Bolzen, ne? Ich warte. Die werden hier einfach alle umgehackt. Wie kann ich helfen? Get down, everyone! Ich bin unter Gerechten. So. Steht zu eurer Verfügung. Razzat hat ihn auch einfach nicht getroffen. Okay, dafür hat er jetzt sich aber gerecht. Wunderbar. Da will man einfach nur nach Handelstreff reisen. Aber die haben vielleicht hier wieder neue Spells. Oder, noch besser, neue Spells ist cool. Nichts ist noch besser. Ich hatte fast schon befürchtet, die haben, so sieht Bib aus, du bist ein Kopfgeldjäger, versuch den mal zu kriegen. Mit deiner Gubbelausrüstung, kaum magische Gegenstände. Ich sagte, wir reisen nach Handelstreff. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. I'm ready. Ist das Was ist euer? nun Das los? sind einfach die gleichen nochmal, ne? Das ist genau die gleiche Gruppe, nur dass dies diesmal geschafft hat, Steinhaut rauszukriegen. Yes, fine. Ja. Die Gruppe braucht mich. Was aber egal ist, weil wir die trotzdem Sag mir, was einfach zu tun wegmachen. Ist. What'll it be? Okay. So, drauf. Tja, ohne Steinhaut leider doch gar nichts. Aber es ist gut, wenn man die nicht schnell genug unterbricht, dann können die ja doch noch immer verdächtig viel Schaden anrichten. Das wollen wir ja nicht. Hier fliegen schon wieder die Einzelteile der Leute rum. Hier so eine Keule. Hier ist der Kopf. Ja, und da sind die wieder alle tot. Man würde sagen, die haben sich mit den falschen Gnomen angelegt. Hallo, hallo, wir sind Anomens Alpha-Angreifer. Natürlich, nichts kann uns hier aufhalten und die haben immerhin noch immer so an die 100 Gold dabei. Und sogar exakt die gleichen Zauber. Ich will ja nicht sagen, da hätten sie sich beim Spiel ein bisschen mehr Mühe geben können, aber das hätten sie schon mal tun können. Aber immerhin, wir haben schon die Hälfte geschafft und warum auch immer wir uns entschieden haben. Hier sind gar keine Straßen eingezeichnet. Durch diesen Wald zu reisen. Naja, auf nach Handelstreff. So, hier haben wir ja eigentlich auch noch einen richtig fetten Auftrag. Tiri Fentan. Hier müssen wir hin. Haus der Fentans. Da wohnt doch Mazzy. Wir sind so schnell gekommen, wie es ging, Mazzy. Es sieht so aus, als würden wir danach ordentlich viel herumreisen. Ja, wir lassen die hier alle noch so stehen. Handelstreff hat ja Probleme mit wilden Tieren. Wir erinnern, oh nein, da kommt Nüber. Nach Nüber und Nüber. Weg, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Okay, gerade noch so geschafft. Ja, bitte? Mutter, was ist passiert? Mazzy, ich bin so glücklich, dass ihr zurückgekehrt seid. Pala. Nicht zu verwechseln mit eurer halben Klasse, wurde von dem alten Hausierer-Gnomen vergiftet. Wallace? Warum sollte er so etwas tun? Ich habe keine Ahnung, Mazzy. Ihr müsst ihn finden. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für Pala. Das ist zu viel. Ich muss Wallace finden und dieses Rätsel lösen. Ich glaube an euch, Tochter.
Geht jetzt und rettet Pala. Mögen die Götter mit euch sein. Ich werde euch retten, Schwester, ich schwöre es. Bib, das hier müssen wir erledigen, und zwar schnell. Dieser gnomische Hausierer Wallace wird am wahrscheinlichsten in der Nähe des Marktplatzes zu finden sein. Lasst uns ihn dort aufspüren. Jo, das machen wir. Danke, lasst uns sofort aufbrechen. Wir reden aber nochmal mit Pala, vielleicht kann Anomen ihr ja helfen. Wir reden nochmal mit Danno, vielleicht weiß der ja noch ein bisschen mehr. Bitte helft ihr! Okay. So, Marktplatz, das ist wohl hier. Nun gut. Mir gefällt dieses Schwert, müsst ihr es schärfen. Der Typ geht einem so auf die Eier. Ich habe den ja sonst immer umgelegt, weil er mir zu sehr auf die Eier gegangen ist. Also Wallace, ha, Gruft, Tempel. Ich würde mal sagen, wir gehen einmal den Marktplatz ab und sonst gehen wir einfach mal zum Tempel. Wenn Anomen schon wieder nicht helfen kann als Kleriker, kann da ja vielleicht Hilfe geleistet werden. Heron Mira, Sir Patrick, alles für später. Bauer, Bäuerin, Wächter, da waren wir glaube ich auch schon kurz drin. Trissa. Ja, na gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal. In der Nähe des Marktplatzes, hier ist doch alles Marktplatz. Kann auch hier sein. Wir gehen einfach mal durch die Stadt. Ansonsten, ja, Tempel ist, denke ich, trotzdem eine gute Anlaufstelle. Korruption ist in der Stadt weit verbreitet, selbst unter meinem Volk. Es ist bedauerlich. Das stimmt. Schickes Mosaik hier. Aber Vaukin ist ja die Händlergöttin, die ist also sehr, sehr reich. Oder der Klerus ist sehr reich, das sieht man glaube ich auch. Hier, Übergold, das ist wohl der Titel des Priesters. Was ist besser als Gold? Übergold. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Ja, willkommen, was kann ich für euch tun? Ich dachte, Vaukin wäre tot. Wie könnt ihr sie immer noch verehren? Stimmt, in der zweiten Auflage ist Vaukin ja mal nicht da. Weil sie irgendwo gefangen ist. Ich glaube, entweder in der Hölle, also entweder von... Ich glaube in der Hölle, aber bin mir nicht sicher. Kann auch bei den Dämonen sein, dann wäre es im Abyss. Ganz bestimmt nicht, Junge. Vaukin ist die Göttin des Handels, genau. Okay, seid mir willkommen im Heim der Händlerfreundin. Ja, okay, welche Dienste habt ihr anzubieten? Das müsste sozusagen klassisch sein. Hat er hier irgendwas Tolles? Können wir bei der Gelegenheit mal gucken. Wir nehmen schon mal Toterwecken mit. Auf euren Befehl, wer das Licht möge siegen. Der kann uns leider, den können wir nicht mal befragen nach Mazis Schwester. Da müssen wir uns beeilen. Roddy, der wird hier irgendwo draußen rumsitzen. Ja, dann hilft es alles nichts. Guck mal, ein Eichhörnchen, Martur, Mädchen. Okay, Razad, du bist hier schnell. Liese. Ja. Ich verlange, dass wir Halt machen. Anomen ist die ganze Zeit schon angepestet. Selbst als ich noch Soldaten des Ordens führte. Okay, hier sind wir aber... wait. Hier müssen wir mal gerade zur Hilfe eilen. Zeigt die Richtung mit... Machen wir es kurz und schmerzhaft. Dann kommen wieder die ganzen Tierchen an. Razad ist ja da. Verdammt. Ach doch, Razad hat ihn gemacht. Gibt auch kaum noch EP, ne? Wilde Tiger, was, wie man das so kennt... Und Razad kommt irgendwie immer dazu und tritt die alle mit 16 Schaden schon ganz ordentlich aus dem Leben hier. Certain. Okay. Ist da noch irgendwas? Nö, ne? Ist gerade Tag geworden. Das ist aber gut. Vielleicht ist Wallace ja auch nur nicht hier zu sehen gewesen, weil es Nacht war. Das weiß ich natürlich nicht. Ich werde den aber mal offscreen suchen. Auch wenn ich, sobald ich das hier ausmache, werde ich ihn natürlich sofort treffen.
Bis gleich. Und der Esser. Haltet an, Zwerg, ich muss mit euch sprechen. Da steht er. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass dieser Schlauch hier unten der Marktplatz sein soll. Kann ich auch gleich nochmal auf der Karte zeigen. Masi Fentan, nicht wahr? Ja, seitdem ist viel Zeit vergangen. In der Tat, seit ihr Danno und Palla das letzte Mal gesehen habt, ist wohl nicht so viel Zeit vergangen, was? Aber nein, ich habe sie gerade diese Woche erst gesehen. Ich denke, dass bald die Hochzeitsglocken für die beiden läuten werden, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie das, wenn ihr meine Schwester umgebracht habt? Ermordet? Wovon redet ihr eigentlich? Der Trank, den ihr Danno verkauft hat, ist Gift. Nichts kann sie heilen. Sie liegt im Koma, seitdem sie einen Schluck davon getrunken hat. Masi, ich kenne eure Familie seit 20 Jahren. Ich würde so etwas nie tun. Wer dann? Ich habe einen neuen Lieferanten für Zaubertränke. Der sah auch vertrauenswürdig aus. Ein junger Kleriker hier aus der Stadt. Okay. Wie heißt er und wo kann ich ihn finden? Er heißt Übergold. Nee, er heißt Baal. Er lebt im Tempel von Vaukeen. Oh, da waren wir da gar nicht so verkehrt. Es tut mir sehr leid, Masi. Ich wusste es nicht. Ich glaube euch, obwohl ich behaupten würde, dass es in eurem Ermessen lag. Jeder verantwortungsbewusste Kaufmann würde sicherstellen, dass seine Produkte sicher sind. Eure Produkte waren nicht gerade astrein. Ihr habt recht, Masi, es tut mir leid. Na gut, Wallace, ihr wusstet nichts davon. Es ist alles so unwirklich, Bib. Ja, das ist es. Dass das Leben meiner Schwester wirklich in Gefahr ist. Zum Tempel, Masi? Ja, mein Freund, ich danke euch nochmals für eure Unterstützung. Ich schlage vor, dass wir den Tempelältesten Übergold, da ist er wieder, Renvillain aufsuchen. Wir haben keinerlei Beweis für bald Schuld, außer Wallace Ward und meinen Verdächtigungen. Okay, Wallace, hast du denn sonst noch irgendwas zum... Ach nee, hier, wir... Be water, my friend. Redet keinen Unsinn. Man muss kämpfen. Nur indem man kämpft, wird man stärker. Und nur die Starken überleben. Und außerdem bin ich nicht euer Bruder. Stärke resultiert aus Weisheit und Geschmeidigkeit. Man muss flexibel sein und die Dinge so akzeptieren, wie sie kommen. Sich sträuben hieße bloß, unnötig Kraft zu vergeuden. Mein Sohn. Ja, man darf den Fairnessen des Lebens keinen Widerstand entgegensetzen? Kampf und Feindschaft erzeugen Stärke und sind keine Vergeudung. Krieg und Gewalt eliminieren die Kranken und Ungesunden. Und eigentlich bin ich auch ein halber Klingone. Hahaha. Und stärken somit alle. Und ich bin immer noch nicht euer Sohn. Krieg und Gewalt sind die Zuflucht der Schwachen, mein Freund. Wenn sie ausbrechen, ist das eher ein Indiz für Versagen, nicht für Erfolg. Ich bin eher auf seiner Seite. Bah! Lasst mich mal demonstrieren, welche Konsequenzen eine solche Philosophie hat, mein Freund. Huntley? Ja, Boss. Zeigt ihm das Ergebnis seiner Philosophie. Gut, Boss. Ich hoffe, ihr wisst, dass sich meine Aussage hier nur bestätigt hat. Huntley. Huntley. Hallo? Junge? Würdest du das bitte mal lassen? Verschwindet, Bürger. The fuck? Ich will meine eigenen Geschäfte kümmern. Nun, jetzt glaube ich doch, dass ihr am Ende recht hattet. Mausetot. Ach, aber das letzte Wort haben wollen. Kommt, Huntley, wir gehen. What? Okay. Ja, eigentlich wollte ich mich hier in Handelstreff ja nicht so sehr verstricken lassen. Auf zum Tempel der Vaukeen. Da waren wir jetzt ja schon drinnen. Wäre auch immer mein erster Anlaufpunkt, dass die Familie von Masi noch nicht da war und einen fähigen Kleriker befragt hat. Kennen wir denn einen? Die besten Anführer können auch Befehle befolgen. So, das riecht doch hier eigentlich so, als wäre das kein Kleriker der Vaukeen, sondern einer von Talona. So einer Giftmischer-Gottheit, also der Baal. Ich strecke euch die Hand entgegen. Schweigt und hört zu, wir müssen... Alter Mann... Wir möchten mit euch über Baal reden. Meine Begleiterin Masi hier hat guten Grund für die Annahme, dass dieser Bursche ein Vertreter des Bösen ist. Böses? Unter uns? Ihr müsst euch irren. Zugegeben, Baal ist ein furchtbarer Akolyt mit Y, bitte. Aber, ich glaube, Akolyt geht vielleicht auch. Aber ich denke nicht, dass er böse ist. Ich versichere euch, dass es wahr ist. Baal beliefert Wallace, einen örtlichen Händler, mit Tränken. Und einer dieser Tränke hat Masis Schwester vergiftet. Oh, ein höchst ungewöhnliches Ersuchen. Barels Privaträume, Sphäre muss respektiert werden, aber wenn es zur Klärung der Angelegenheit beiträgt, könnte ich vielleicht doch seine Zimmer durchsuchen. Dann bringen wir die Sache hinter uns. Ich werde sofort Barels Zimmer durchsuchen.
So wichtig ist Privatsphäre dann nämlich doch nicht. Falls ich Beweise finde, werde ich Barel rufen lassen und hören, was er zu sagen hat. Swoo! Wir haben keine Privaträume animiert, deswegen mache ich das in einer Cutscene. Vielleicht ist euer Verdacht doch nicht unbegründet. Ich habe einige verdächtige Gegenstände in Barels Zimmer gefunden. Alchemistenwerkzeuge und ein Symbol von Talona. Alter, ich bin auch zu gut. Der Herrin des Giftes. Während Vaukins Abwesenheit haben sich einige Mitglieder des Glaubens verirrt. Aber noch nie so sehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Massi. Rufen wir Barl und hören wir, was er zu sagen hat. Barl, tretet bitte näher. Diese guten Leute möchten mit euch sprechen. Swoo! Die Götter vergeben niemals. Der hört sich doch an wie ein Nomen. Ich bin ziemlich beschäftigt. Barl, ich bin gerade aus euren Zimmern zurückgekehrt. Was ich da wohl gefunden habe? Ihr hättet nie in meine Räume kommen sollen, alter Mann. Aber ich habe sie betreten, Barl. Ich habe alchemistische Gifte, Flaschen und ein heiliges Symbol von Talona gefunden. Ihr habt Vaukin verraten. Ich weigere mich, mir das anzuhören. Werdet diese Idioten los, Übergold. Barl, falscher Geistlicher, ihr werdet des versuchten Mordes bezichtigt. Das ist lächerlich. Wer zum Teufel seid ihr? Ich bin Mazi Fentan. Wallace, der Hausierer, kaufte einen Liebestrank von euch. In Wirklichkeit Gift. Ja, da erinnere ich nochmal an Divinity. An den Divinity-Donnerstag, an dem eine gewisse Lys Venjamin einen Heiltrank mit Wirkung unbekannt schluckte. Und tja, es stellte sich heraus, es war gar kein Heiltrank. Ihr könnt nicht länger unschuldig tun, da der Übergoldene eure Werkzeuge des Bösen gefunden hat. Ich werde mich nicht ergeben. Ihr bekommt mich nicht lebend, Halblingsweib. Ihr tut alles, außer eure Schuld einzugestehen, Barl. Ich muss euch nicht länger am Leben lassen. Talona ist meine Herrin, sie wird mich retten, ganz bestimmt. Ihr habt ein abscheuliches Verbrechen begangen, Barl. Und übrigens ist es 7-1. Ihr habt dem Guten den Rücken gekehrt und sagte ich schon, dass es 7-1 ist und euch dem Bösen zugewandt. 1-7 für euch. Talona kümmert sich nicht um ihre miesen Sklaven. Das werdet ihr schon bald herausfinden. Das ist auch so mein Problem, das ich mit bösen Gottheiten eigentlich immer habe. Wer betet denn freiwillig so eine Gottheit des Verrats zum Beispiel an? Ja, Verrat ist gut, yay, der muss doch jederzeit da... Ich meine, wenn der Typ dann mal verraten wird, dann kann er doch eigentlich nur sagen, ja, genau wie meine Gottheit es wollte, toll, und jetzt bin ich tot, schade. Ihr werdet alle sterben! Die Herrlichkeit der Not wird euch salben und der Tod wird den dunklen Ruhm Talonas vergrößern. Wird er jetzt einfach böse? Das nicht direkt. Aber jetzt... Okay, so, dann mal drauf. Er macht hier erstmal eine Biege. Gar kein Problem, Leute. Wir kloppen ihn aus dem Leben. Du nimmst deine guten Pfeile und haust diese giftigen Nebel weg. Wir wollen ja nicht vergiftet werden. Anomen, du kannst... Ich weiß nicht, irgendjemand ist doch hier bestimmt auch immun gegen Gift. So, das machen wir jetzt hier auf jeden Fall noch. Wir unterbrechen den erstmal. Nein, ich sagte, wir unterbrechen den erstmal. Schreit nicht so, ich kann euch ja hören. Ja. Auf euren Befehlen und los. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr meine Schnelle schon dem Tode nahe. Cool. Gut, dann können wir uns alle um den kümmern. Mazi, du machst den. Das ist nur passend. Ich einen Pfeil in den Rücken. Mein Zauber ist gescheitert, weil der Gift... Ticke, aber ich, trotzdem hat das geklappt. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Vielleicht hat Barl ein Mittel gegen diese Krankheit bei sich. Wir müssen es finden und zu Pala zurückgehen. Ja, aber das ist schon ziemlich hochgepokert, ne? Wenn er der Einzige ist, der weiß, was es überhaupt ist. Da, in der Tat, hier ist eine Flasche, na sowas. Es könnte fehlschlagen, aber was haben wir sonst für eine Wahl? Das Gift hält normaler und magischer Heilung stand. Es tut mir sehr leid, Mazi, dass ich auch gar nicht geholfen habe, aber hier bin ich wieder. Übergold, Rennwillen, zu euren Diensten. Wir hatten eine Schlange in unserer Mitte und wussten es nicht. Möge Vaukin eure Schwester segnen. Vielleicht ist in dieser Flasche tatsächlich ein Gegengift. Das ist unsere einzige Hoffnung, Pip. Lasst uns zu meinem Haus zurückkehren. Per Cutscene. Scheiße, ich wollte den noch looten. Kann ich den offscreen machen? Mein Gott wacht über uns und beschützet uns alle in Ewigkeit. Gut, kommt ihr mit guten Nachrichten? Wir haben hier einen Trunk ausfindig gemacht, der Pala heilen könnte. Untersucht haben wir ihn nicht. Seid ihr sicher, dass keine Gefahr besteht, Mazi?
Nein, Mutter, aber wir haben keine andere Wahl. Ach so, das heißt aber Barels Gegengift. Pala steht vor des Todes Tür. Ich vertraue den Göttern, Tochter. Wendet es bei eurer Schwester an und betet. Hui! Sie atmet leichter und die Farbe kehrt in ihr Gesicht zurück. Es könnte wirken. Ich frage mich natürlich, warum so ein Giftkleriker überhaupt ein Gegengift herstellt. Gelobt sei der Himmel! Sie ruht sich jetzt aus und ich bin sehr erleichtert. Wenn alles gut geht, werde ich bereit sein abzureisen, wenn Pala wieder aufwacht. Ich habe auch Verständnis, wenn ihr nicht warten könnt. Wir können warten. Kümmert euch um eure Schwester, wir werden zurückkommen. Danke. Morgen dann. Ja, dann gehen wir jetzt rasten. Ich bin untergerecht. Und dann kommen wir wieder. Ja, das mache ich aber alles offscreen. Bis dann. Ciao.